Wir sind hier in der Bundesliga am Mikrofon, Mani Breukmann und Frank Buschmann. Und die heutige Begegnung heißt Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Wirklich ein Paradebeispiel für einen hochmodernen Zweckbau, die Allianz Arena im Norden Münchens. Allein schon das ausgefuchste System der sogenannten Esplanade, einem Wegesystem, das zur Verteilung und Lenkung der Besucherströme dient, ist erstaunlich. Da guckst du. Zur Flanke. Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Schöne Flanke. Ibišević. Und nun Christian Gentner. Müller. Lahm. Jerome Boateng. Xabi Alonso. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Mann und Ball abgedrängt, Philipp Lahm im Aus. Und nun Christian Gentner. Verstehen sich blind. Lahm. Xabi Alonso. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Bart Stuber. Shaqiri. Ribéry. Müller. Shaqiri. Könnte es gefährlich werden. Oh! Und er ist drin! Wir haben das Führungstor gesehen. Und der FC Bayern hat es erzielt. Und nun Christian Gentner. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ein schlimmer Pass von Philipp Lahm, der Ball im Aus. Lewandowski. Die verstehen sich blendend. Ribéry. Die Fans, sie sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Xabi Alonso. Philipp Lahm. Und jetzt! Ja, das muss Eckball geben für den FC Bayern München. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Der FC
FC Bayern München, das ist in Deutschland der Überclub. Na klar, die Fakten lügen nicht. Rekordmeister, Rekordpokalsieger und erster Platz in der ewigen Tabelle der Bundesliga und auch international ist Bayern München natürlich der mit Abstand erfolgreichste deutsche Verein. Dante. Shaqiri. Lahm. Xavi Alonso. Shaqiri. Ribéry. Ribéry. Xavi Alonso. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Super Flanke. Ibišević. Tor. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend. Und jetzt wird es nochmal richtig dramatisch. Da schauen wir nochmal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier nochmal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Das ist mal wieder ein Kopfball aus dem Lehrbuch. Timing stimmt, Wucht stimmt. Was für eine Grätsche! Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Lewandowski. Der FC Bayern hat hier einen Eckball rausgeholt. Gute Flanke. Flanke findet keinen Mitspieler. Und nun Christian Gentner. Christian Gentner. Schwab. Ribéry. Müller. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Das ist keine Aufgabe für den Torwart hier. Nee, nicht wirklich. Also, das war easy. Und jetzt haben wir den Pausenstand. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. 1:1. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Schwab. Genau hingeschaut. Müller. Lewandowski. Und das war eine ganz, ganz enge Kiste, obwohl die Entfernung zum Tor riesengroß war. Oh, das wäre natürlich was gewesen, wenn der gepasst hätte aus dieser Distanz. Eine knappe Kiste, in der Tat. Xavi Alonso. Alaba. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Philipp Lahm.
Müller. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Shaqiri. Müller. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Lewandowski. Ein Versuch der Balleroberung. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Jérôme Boateng. Xabi Alonso. Shaqiri. Philipp Lahm. Gut gemacht. Hier brennt sich vielleicht was an. Der Ball geht jetzt aus. Es gibt Eckball für den FC Bayern München. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Es war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Das wäre ja ein Ding gewesen. Da fasst er sich ein Herz, zieht ab und ist beinahe auch noch erfolgreich. Und ganz ehrlich, da hätte er sich den Treffer verdient gehabt. Und nun Martin Hanek. Und nun Christian Gentner. Könnte es gefährlich werden. Schöne Flanke. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Lahm. Götze. Das sieht alles sehr eng und geschlossen aus. Aber wenn ihr schneller spielt, dann findet ihr die Lücke. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Lewandowski. Der Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen. Jetzt zieht er ab! Und damit liegen sie jetzt vor. Der hat seine ganze Energie in die ersten Sekunden gelegt und drin war das Ding. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Wir haben das Führungstor gesehen und der FC Bayern hat es erzielt. Wunderbar gemacht, das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Und nun Martin Hanek. Xabi Alonso. Götze. Sie haben eben viele technisch gute Leute, das merkt man bei diesen Kombinationen. Jérôme Boateng. Also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich ein völlig anderer Eindruck auf. Kann er sich den Ball holen? Mario Götze. Shaqiri. Lewandowski. Wird das was für die Bayern? Ein schöner Pass. Ach, was läuft. Achtung, lässt. Erstmal nur abgewehrt.
Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post hier richtig ab. Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbrüllen. Xabi Alonso. Ribéry. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Mario Götze. Nach wie vor ein Torführung für den FC Bayern München. Noch lange ist nicht alles gelaufen. Shaqiri. Xabi Alonso. Lahm. Schwab. Götze. Mario Götze. Shaqiri. Xabi Alonso. Müller. Lahm. Und ab in den 16er. Oje, in der Haut des Assistenten möchte ich nicht stecken. Das war eine ganz knappe Entscheidung. Zeitgleich wollen die beiden Trainer noch mal neue Leute in die Partie bringen. Großer Erfolg für den FC Bayern. Die Münchner gewinnen dieses Spiel. Wir haben über die Höhe des Sieges diskutiert. Pustekuchen. Ja, das war deutlich enger, als man das erwarten konnte, Manni. Also das war eine richtig enge Kiste. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.